Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum.Kritisch. Ja, diese Woche ist eine sehr entscheidende Woche unter Umständen rund um das ganze Thema der Taurus-Lieferung an die Ukraine. Und aus diesem Anlass gab es gestern am 13. März zum einen eine Befragung an die Bundesregierung und zum anderen die anschließende Fragestunde. Ich möchte in diesem Video euch zum einen erklären, was ist der Unterschied zwischen der Befragung und der Fragestunde. Und zum anderen natürlich, wie hat sich Olaf Scholz geschlagen? Es gibt einige Medien, die sagen, ja, die Befragung ging natürlich, diese Runde ging an Olaf Scholz. Das kann man durchaus so sagen. Allerdings gab es doch so einige kleine Fehltritte, die unser guter Bundeskanzler sich hier erlaubt hat. Fangen wir mal zunächst mit dem Kapitel Nummer 1 an. Was ist der Unterschied zwischen einer Befragung der Bundesregierung und einer Fragestunde? Fangen wir mit der letzteren Geschichte an. Die Fragestunde bedeutet letztendlich, dass alle Bundestagsabgeordnete Fragen einreichen können, die dann von den entsprechenden Abgeordneten, sei es Minister oder halt eben auch Staatssekretäre, beantwortet werden. Die Fragestunde findet in der Regel jeden Mittwoch einer Sitzungswoche zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Jedem Mitglied des Deutschen Bundestages kann pro Sitzungswoche bis zu 2 Fragen zur mündlichen Beantwortung an die Bundesregierung stellen. Die Fragen müssen allerdings spätestens bis Freitag um 12 Uhr vor der Fragestunde beim Bundestagspräsidenten eingehen. Ausnahmsweise können dringliche Fragen im öffentlichen Interesse zugelassen werden. Über die Zulässigkeit der Fragen entscheidet in jedem Fall der Bundestagspräsident. Der Fragesteller hat pro Frage die Möglichkeit, bis zu 2 Zusatzfragen zu stellen. Auch andere Abgeordnete können Zusatzfragen stellen. Zusatzfragen müssen aber immer im Zusammenhang mit der ursprünglichen Frage halt eben direkt stehen. Ist eine Fraktion mit der Antwort der Bundesregierung nicht zufrieden, kann sie eine sogenannte Aktuelle Stunde beantragen. Die Aktuelle Stunde, eine Kurzdebatte mit 5-minütigen Redebeiträgen, findet dann direkt im Anschluss an diese Fragestunde statt. Was ist eine Befragung? Die Befragung der Bundesregierung findet in Sitzungswochen des Bundestages immer mittwochs auch statt, in der Regel tatsächlich ab 13 Uhr. Und so ist es auch gestern geschehen. Hier können die Abgeordneten Fragen zu vorangegangenen Kabinettssitzungen sowie zu aktuellen Themen halt eben hier die Fragen an die Bundesregierung stellen. Fragen und Antworten sollen kurz sein. Im Gegensatz zu Fragestunde müssen die Fragen allerdings nicht eingereicht werden. Das heißt, das ist sehr spontan und diejenigen, die halt eben antworten, müssen halt eben auch versuchen, auf diese spontanen Fragen gut und kurz vor allen Dingen auch zu antworten. Eingeleitet wird diese Befragung der Bundesregierung in der Regel durch einen kurzen Bericht eines Regierungsmitglieds, zum Beispiel halt eben vom Kanzler oder vom Wirtschafts- oder Finanzminister. Das ist halt eben in der Vergangenheit halt ja auch schon öfters so passiert. Und ich habe mir also gestern sowohl die Befragung der Bundesregierung als auch zum Teil die Fragestunden hier angeschaut. Und bei der Befragung der Bundesregierung, da war es halt eben so, dass sich Olaf Scholz den Fragen gestellt hat. Und er hat zunächst einen kurzen Überblick über die aktuelle Lage gegeben, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Ukraine, weil er natürlich schon ahnte, dass die Befragung sich zumeist halt eben um das ganze Thema Ukraine und auch Taurus halt eben handeln würde. Und er hat am Ende zunächst bei seiner allgemeinen Berichterstattung halt eben nochmal deutlich gemacht, dass die Bundesregierung tatsächlich innerhalb der EU der größte Geldgeber und der größte Unterstützer der Ukraine sei. Und das findet er auch richtig und notwendig. Und dann kam halt eben die Überleitung letztendlich zum ganzen Thema der Taurus-Marschflugkörper und deren Lieferung, ja oder nein. Während ich jetzt dieses Video aufnehme, läuft aktuell, wieder halt eben heute am 14., läuft die Sitzung im Plenarsaal. Zurzeit wird noch diskutiert, beziehungsweise es laufen noch Redebeiträge, inwieweit tatsächlich heute abgestimmt wird. Aufgrund des Antrags der Opposition müssen wir abwarten. Ich werde auf jeden Fall, wenn sich hier etwas noch verändert, das unten in die Zeile halt eben reinpacken und darüber dann natürlich ein neues Video hier erstellen. Kommen wir nun zum Kapitel Nummer 2.
Wie hat sich Olaf Scholz so geschlagen? Also viele Medien haben darüber berichtet, dass die Runde mehr oder weniger an Olaf Scholz ging, weil er sehr aufgeräumt gewesen sei und halt eben auch gut kontern konnte den Abgeordneten, die ihm die Fragen gestellt haben. Das stimmt im Großen und Ganzen auch. Allerdings gab es mehrere kleine Patzer. Über einen Patzer, die Auseinandersetzung mit Rücken, habt ihr wahrscheinlich gehört. Ich werde es euch auf jeden Fall nochmal einblenden. Ob Sie der Auffassung sind, der völkerrechtlichen Auffassung, dass Frankreich und Großbritannien durch die Lieferung der Marschflugkörper Kriegsbeteiligte geworden sind. Wenn Sie diese Frage verneinen, stellt sich die Anschlussfrage, warum Sie die Gefahr sehen, dass Deutschland Kriegsbeteiligter würde, wenn Deutschland sich, wie Sie sagen, auf gleiche Weise verhalten würde, wie es Frankreich und Großbritannien tun. Das gehört zu dem, worauf ich vorhin schon angespielt habe. Mit Halbwahrheiten wird öffentliche Kommunikation betrieben. Ich habe Sie ja zitiert. Und deshalb will ich sehr konkret sein. Nein, durch die Lieferung der Waffen wird man nicht Kriegsbeteiligter. Niemand hat das gesagt, ich nicht und auch sonst keiner, den ich im verantwortlichen Umfeld der Bundesregierung kenne. Aber Sie haben einen Satz von mir zitiert und darauf will ich gern noch einmal rekurrieren. So wie das in Frankreich und Großbritannien gemacht wird, geht das für uns nicht. Und den wiederhole ich nochmal. Und was mich aber ärgert ist, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Ich glaube, das sollte in der Demokratie nicht der Fall sein. Also, da muss ich auch jetzt mal zu sagen. Also, was ich weiß und nicht wissen kann. Ich erlaube jetzt ausnahmsweise, das darf ich, weil ich hier die Sitzungsleitung habe. Ganz kurz dürfen Sie reagieren. Kurz. Ich weise diese Unterstellung. Ich würde irgendetwas wissen. Ich weiß gar nicht, wer mir dieses Wissen geben sollte und würde das der Öffentlichkeit vorenthalten. Ich habe den gleichen Vorwurf gegen Sie, Herr Bundeskanzler, erhoben, dass Sie Ihre wahren Motive für Ihre Politik nicht erläutern, dass Sie immer neue Ausreden finden, die sich zum Teil wechselseitig widersprechen und ausschließen. Und schon daraus, nachdem Sie ein Dreivierteljahr in dieser Frage geschwiegen haben, an der Parlamentsdebatte zu dieser Frage nicht teilgenommen und sich nicht erklärt haben und nun heute schon wieder in Ihrer Antwort wirklich widersprüchlich sich geäußert haben. Sie haben klar erklärt, dass es wegen der deutschen Beteiligung an diesem Waffensystem zu einer Kriegsbeteiligung kommen würde und dass Sie es darum ablehnen. Und Frankreich und Großbritannien machen das Gleiche und Sie bestreiten, das ist ein erheblicher Unterschied. Darum sagen Sie hier nicht, ich muss diesen Vorwurf erheben, Sie spielen nicht mit klaren Karten und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen, in einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit. Ja, wie ihr seht, da sind beide so ein bisschen aneinander gerasselt. Norbert Grütten auf der einen Seite und Olaf Scholz auf der anderen Seite. Das war allerdings nicht der einzige kleine Fehltritt, dem Olaf Scholz da so unterlaufen ist. Es gab dann eine Fragestellung von Seiten der AfD und bei der ersten Fragestellung versicherte der Abgeordnete, dass die AfD sehr wohlwollend dem Kanzler zustimmen würde, dass dieser halt eben gegen eine Taurus-Lieferung sei. Und ich werde euch kurz die Frage halt eben nochmal hier präsentieren und dann hören wir mal, was die spontane Antwort von Olaf Scholz gewesen ist. Nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Rüdiger Lukas. Die AfD unterstützt Sie dabei ausdrücklich. Auf diese Unterstützung verzichte ich, wenn ich das bemerken darf. Herr Bundeskanzler, die Unterstützung der AfD werden Sie vielleicht irgendwann mal nötig haben. Herr Bundeskanzler, trifft Ihr Nein zu Lieferungen von Taurus auch für andere deutsche weitreichende strategische Waffen, die auf das Territorium der Russischen Föderation wirken können und die unter Umständen von deutschen Soldaten auch außerhalb des ukrainischen Territoriums bedient werden müssen, zu? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen, deshalb kann ich dazu auch nichts sagen. Sie kennen all die Dinge, über die wir geredet haben und wir reden über jeweils konkrete Vorhaben, die die Bundesregierung verfolgt, zusammen mit ihren Freunden und Verbündeten, um die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf zu unterstützen.
Und das will ich hier noch einmal sagen. Es ist Russland, das die Ukraine angegriffen hat. Und es ist unsere verdammte Pflicht, das unschuldige ukrainische Volk bei der Selbstverteidigung zu unterstützen. Bei einer weiteren Anfrage eines AfD-Abgeordneten verlor Olaf Scholz ein bisschen sehr die Kontenance. Denn auf einmal sprach er hier von Schaum vorm Mund. Das war sicherlich alles andere als professionell. Wir hören mal kurz rein. Frage stellt aus der AfD-Fraktion Dr. Gottfried Curio. Herr Kanzler, nach zwei Monaten dieses Jahres haben wir wieder fast 50.000 Asylbewerber, macht im Jahr 300.000. Diese Hunderttausenden kommen jedes Jahr neu hinzu. Dabei ist Deutschland längst über der Belastungsgrenze. Und dennoch gab es auf der Ministerpräsidentenkonferenz wieder kein Umsteuern in der Migrationspolitik. Der katastrophale Status quo wird nur noch verwaltet. Thema Rücknahme durch Herkunftsländer. Kein robuster Einsatz der Druckmittel, Visahebel und Entwicklungshilfe. Das Musterabkommen mit Indien funktioniert nicht. Abschiebequote 0,1%. Dabei ist laut Asylgesetz ein Asylbewerber an der Grenze abzuweisen, wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt. Deutschland muss selbst bestimmen können, wer unser Land betritt. Dann ist das Problem gelöst. Wieso geschieht das nicht? Stattdessen immer neue Zuzugsanreize, Chancenaufenthalt für Aufenthaltsunberechtigte, Spurwechsel als Lohn der Lüge für Asylbetrüger, Turboeinbürgerungen. Wieso tun Sie nichts gegen die Überlastung Deutschlands, sondern lassen illegale Massenmigration zu Hunderttausenden jedes Jahr weiter zu, vielleicht um Ihre sterbende Partei durch Einbürgerungen zu retten? Ich habe im letzten Jahr als Kanzler Sorge dafür getragen, dass Ihre Reden, die falsch sind, ins Leere laufen müssen. Das ist eigentlich der Sinn hinter den Diskussionen, die wir das ganze letzte Jahr geführt haben, auf drei Zusammenkünften der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler, wo wir weitreichende Vereinbarungen getroffen haben, die auch vom Deutschen Bundestag fast alle schon umgesetzt und auf den Weg gebracht worden sind, genauso von der Bundesregierung, wo auch die Länder ihre entsprechenden Pakete übernommen haben, damit zum Beispiel Asylverfahren digitalisiert werden, damit die Entscheidung des BAMS schnell stattfinden können. Da hat der Haushaltsgesetzgeber auch mehr Geld für Digitalisierung und Stellen zur Verfügung gestellt, damit erstinstanzliche Verwaltungsgerichtsverfahren viel kürzer sind, als sie es heute sind. Und die Umsetzung dieser Sachen, einschließlich der Grenzkontrollen, die wir in Richtung Schweiz, in Richtung Österreich, in Richtung Tschechien, in Richtung Polen eingeführt haben, sollen dazu beitragen, dass wir alles das, was man vernünftigerweise, besonnen und ohne Schaum vom Mund beim Management der irregulären Migration machen muss, auch machen. Und genau das hat dazu geführt, dass wir jetzt die weitreichendsten Veränderungen seit 20, 25 Jahren auf den Weg gebracht haben. Ihre Rede geht ins Leere. Wir tun das, was richtig ist, aber wir erhalten gleichzeitig die Offenheit unserer Gesellschaft für die Zukunftsfähigkeit, die wir brauchen, damit unsere Wirtschaft wachsen kann, damit die Renten sicher sind und der Sozialstaat funktioniert. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Kanzler, die Zahlen widerlegen vielmehr Ihre Rede. Die Zahlen sprechen für sich. Und es ist eben nicht so, dass es eine irreguläre Migration ist, sondern eine illegale. Da merkt man schon, wer mit Sprache manipulieren will, um die Probleme zu vertuschen, Herr Kanzler. Italien und Großbritannien haben längst Abkommen mit Drittstaaten zur externen Durchführung von Asylverfahren. Wieso schaffen Sie das nicht? Und zuletzt scheitern zwei Drittel aller Abschiebungen im neuen Gesetz dazu. Wird die Anzahl der Rückführungen pro Jahr tatsächlich nur um 600 verbessert? Wieso haben Sie die Bürger mit der Ankündigung von Abschiebungen im großen Stil darüber getäuscht? Wir haben mit den Ländern vereinbart, dass wir eine konkrete Untersuchung der Handlungsmöglichkeiten auch außerhalb des deutschen Territoriums vornehmen. Das ist im Gange. Es werden viele Expertinnen und Experten gehört, die dazu sich äußern. Und ich kann Ihnen nur sagen, die Sache ist nicht so einfach, was ja auch der Grund ist, warum es von anderen Staaten viele Ankündigungen gibt, aber keine konkrete Maßnahme, die dazu geführt hat, dass da mal was passiert. Und deshalb will ich Ihnen schon sagen, das, was wir hier lösen müssen, müssen wir schon selber hinkriegen. Und darum habe ich dafür gesorgt, dass es Migrationspartnerschaften mit vielen Herkunftsländern geben wird, die dann dazu beitragen, dass wieder zurückgenommen wird, wer hier nicht bleiben kann. Das ist wichtig. Und Schaum vom Mund überzeugt keine andere Regierung, sondern konkrete Verständigung, die man erzielt. Meine Regierung tut das. Der Beauftragte, den die Bundesregierung hat, die Innenministerin, die Außenministerin, der Bundeskanzler. Und wir werden das auch die nächsten Jahre tun. Sie können sicher sein. Das, was vernünftige Politik machen kann, wird in Deutschland gemacht. Das, was man mit Schaum vorm Mund machen kann, das wird nie passieren, aber immer von Ihnen vorgetragen werden. Wie ihr seht, es war durchaus einiges sehr Interessante dabei. Und ich habe natürlich jetzt nur die Sachen rausgepickt, wo Olaf Scholz sich doch so ein bisschen vertan hat. Was mir gar nicht gefallen hat, war, dass er tatsächlich halt eben in seiner Antwort nochmal das ausgesprochen hat, was Gerichte als nicht richtig festgestellt haben. Denn er hat abermals wiederholt,
dass das, was in Potsdam bei diesem privaten Treffen stattgefunden hat, dass das tatsächlich von der Thematik her wieder das Thema der Deportation gewesen sei. Und da hat er sich abermals das so als Fakt dargestellt. Das, glaube ich, war nicht, also wirklich nicht gut. Und das wird sicherlich auch im Nachgang sehr viele Kritiker nochmal auf den Plan rufen. Ansonsten kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, sich doch nochmal, wenn er Zeit hat, solche Plenarsitzungen, aber auch Ausschüsse hier anzuschauen. Die sind sehr interessant und ich habe mir im Übrigen noch einen Ausschuss, der gestern lief, angeschaut zu dem Bereich Familie, Bildung und Forschung. Und da ist eins wirklich bemerkenswert, sämtliche Anträge, die von der AfD, das wissen wir ja, aber auch sämtliche Anträge von Seiten der Opposition wurden von dem Ausschuss abgelehnt, grundweg abgelehnt. Die Anträge wurden nicht nochmal im Einzelnen vorgestellt, weil die liegen ja den Ausschussmitgliedern in der Regel vor. Und man muss sich schon die Frage stellen, ob die immer von allen so gelesen wurde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und werde mich sicher nochmal zu dem Thema melden, ob es eine Abstimmung heute im Bundestag gegeben hat. Und wenn ja, wie ist das namentliche Ergebnis? Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lynn.